Das Mysterium um Joe Biden. Oftmals sieht es so aus, als würde er jemandem die Hand schütteln, aber es ist niemand dort. Theorien verbreiten sich. This after a video went viral on social media, suggesting that President Biden has been replaced by a doppelganger. Er würde durch die CIA-Maskentechnologie verkörpert werden. Der blitzelt einfach nicht, der Bruder. What the fuck? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Interessante Welt. Das Video heißt Das Mysterium um Joe Biden. Biden, it in man, Alter. Sleepy Joey Vibes, Bro. Ich bin gespannt, was hier passiert. Aber der Joe Biden, der tut mir schon fast extrem leid, ne? Wenn ich so gucke, wie der sich so verhält und was der da jetzt auch auf dieser Debatte verzapft hat mit Trump und so, der ist halt nicht mehr wirklich da, weißt du? Der ist irgendwie halt schon echt so kurz vorm Abnippeln gefühlt und das tut einem halt leid, weißt du, einen alten, gebrechlichen Mann zu sehen, der dann noch durch so einen Struggle durchgeschickt wird. Aber ja, wir gucken mal, was der Interessante Welt da zusammengefasst hat. Ich liebe euch, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los! Die Maske. Los geht's. Der arme Bruder. Der bleibt so stehen. Der hat schon öfter mal so Geistern Hände gegeben, ne? Dann macht er so, ey, Digga, der Typ ist crazy. Der, was macht der? Wenn ich nicht wissen würde, dass er auch gerne mal an Minderjährigen schnüffelt, wie bei dem einen Video, das können wir auch noch einblenden, oder vielleicht wird das hier noch eingeblendet, dann würde er mir noch mehr leid tun. And finally, questions about Biden's health persist. This after a video went viral on social media, suggesting that President Biden has been replaced by a doppelganger who wears a mask designed to resemble the president. Replaced by a doppelganger? Digga, was machst du, ja? Not funny, bro. I know it's not funny. I know it's not funny. That's fucking true. Replaced by a doppelganger? Was? Bruder. Replaced by a doppelganger. Es ist auch krass, ich habe mir letztens ein Video reingezogen, wo die verglichen haben, sein Auftritt bei der letzten Debatte, nee, bei der Debatte, glaube ich, wann war das, wo er Präsident geworden ist halt, ne? Debatte auch mit Trump. War der voll confident, noch voll im Saft und konnte voll normal reden. Ich glaube halt, in dem Video werden die jetzt die Verschwörung so aufstellen, ob die den eventuell ausgetauscht haben und sowas. Ich glaube halt einfach, der ist alt geworden, hat vielleicht noch Demenz mit dazu und so, weißt du? Der ist einfach halt nicht mehr bei Sinn. Thank you.
Oh Mann, ey. Der erinnert mich halt ein bisschen an meinen Opa, so, weißt du, was ich meine? Der ist halt einfach nicht mehr richtig da. Der ist halt einfach nicht mehr richtig da. Sich freut, gehört. Geht einfach irgendwo hin, Digga. Guck mal, von der Leyen weiß gar nicht, was ich machen soll. Was macht der Bruder gerade? Wo geht der hin? Das soll Joe Biden sein? Joe Biden wird in manchen Kreisen als Mensch skeptisch betrachtet. Und boah, der sieht schon ein bisschen anders aus, gell? Und meinen wir wirklich als Mensch, basierend auf spekulative Beobachtungen, die obskure Webseiten stetig verbreiten, entsteht eine Annahme, die immer mehr Anhänger findet. Sie bekommt mit jeder Beobachtung mehr Facetten. Was sind die Komponenten? Zum einen Verhalten und Sprache. Verschiedene Auftritte zeigen unterschiedliche Verhaltensweisen. Nur ein Zeichen für Altersschwäche? Oftmals sieht es so aus, als würde er jemandem die Hand schütteln, aber es ist niemand dort. Situationen, in denen er extrem verwirrt ist. Theorien verbreiten sich, Joe Biden sei ein ferngesteuerter Roboter. Ja, guck, Leute, das meine ich, aber da bin ich jetzt auch nicht, weißt du? So. Also da würde ich jetzt niemals sagen, ja, stimmt, muss so sein. Er sich so mechanisch bewegt. Teilweise wirkt er wie eingefroren. Aufgrund seines Alters jedoch alles immer noch mit gewöhnlichen Dingen erklärbar. Doch. Ja, ist so. So einfach scheint es irgendwie doch nicht zu sein. Die Wahrheit liegt möglicherweise wieder irgendwo dazwischen, wie wir im Folgenden sehen werden. Bin ich aber gespannt, was er hier auspackt, ne? Was viel mehr Interpretationsspielraum bietet. Sieht so aus, als ob der ein bisschen andere Kopfform hat, ne? Sind die optischen Unterschiede. Fotos, Videos zeigen Unterschiede in seinem Aussehen. Augen und so. Nicht tagesabhängig sein können. Gesichtszüge, Haarfarbe oder Haardichte. Hautbeschaffenheit oder Ohren. Beobachter haben gemerkt, dass in der Zeit zwischen 2013 und 2016 Merkmale im Gesicht sich verändert haben. Veränderungen, die angeblich über Schönheitsoperationen hinausgehen. Denn das Aussehen ist nicht nur das leblose Bild, das wir sehen. Es ist vielmehr der unterschiedliche Typus, der uns macht. Weiß nicht, Digi. Ist halt schon noch sehr ähnlich, ne? Und dabei sind tatsächlich Unterschiede zu erkennen. Bei manchen Auftritten scheint er wie eine ganz andere Person. Bei manchen... wie der guckt, der ist halt voll weg. ...wiederum irgendwie wie früher, nur etwas gealtert. Immer wieder wird erwähnt, er würde aufgrund seiner körperlichen und geistigen Verfassung durch fortgeschrittene Maskentechnologie oder durch digitale Manipulation manchmal durch einen Doppelgänger ersetzt werden. Okay. Auf diesem Video hier sieht er aus wie ein ganz anderer Mensch. Die Diskussionen über die Gesundheit des 81-Jährigen stehen schon lange im Mittelpunkt. Doch das soll nicht alles sein. Auf X ging ein Video viral, in dem behauptet wird, er würde durch die CIA-Maskentechnologie verkörpert werden. Der Beitrag zeigt angebliche Dokumente über die Veränderungen von Biden.
Ey, die gehen halt richtig tief rein jetzt hier, sagst du? Endlich andere Ohrläppchen, ein anderes Kinn, eine andere Hautstruktur, andere Zähne. Außerdem soll er nach 30 Jahren seine Unterschrift geändert haben. Zu Recht wird die Frage gestellt, warum man nach 30 Jahren seine Unterschrift ändert. Wer hat die Beweise dafür? Als es stimmt. Im Duell gegen Donald Trump legt Biden einen katastrophalen Auftritt an den Tag. Biden redet schwach und vieles ohne Zusammenhang. Er wirkt völlig neben der Spur. Ja, der ist auch völlig neben der Spur. Wenn du siehst, wie die Frau dann auch danach, nach der Debatte dann mit ihm redet, ne, und auch mit dem Publikum und wie stolz die auf den ist quasi, dass der alle Fragen, oh, you answered every question and stuff. Da merkst du schon, die ist ja die Frau, die hat wahrscheinlich auch zu Hause mit ihm viel zu tun. Was heißt wahrscheinlich? Hat mit ihm zu Hause viel zu tun und die weiß, dass der Typ nicht mal mehr für eine Stunde alle Fragen beantworten kann und war deswegen stolz auf ihn, weißt du? Also ich weiß nicht, also ich vermute dahinter wirklich keine große Verschwörung, um ehrlich zu sein. Ich glaube einfach, dass der Typ nicht mehr fähig ist, überhaupt ein Präsident zu sein. Ich, weißt du, wo ich skeptisch bin oder wo ich sagen würde, ey, das ist irgendwie weird, dass so einer überhaupt noch im Office sein kann, so, weißt du? Wie kannst du so einen den Leader eines Landes werden lassen? So. Oder bleiben lassen, so, weißt du? Und für mich zeigt es auch so ein bisschen, dass, also es kann nicht sein, dass der Typ gerade alle Fäden in der Hand hat. Es kann einfach nicht sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Der kann nicht mal geradeaus laufen, reden, der gibt irgendwelchen Geistern die Hand und so. Der kann nicht alle Fäden in der Hand haben. Daran merkst du, meiner Meinung nach, dass es definitiv noch Menschen hinten dran gibt, die die wirklichen Fäden in der Hand haben. Und da gehen wir jetzt in die Mystik wieder rein. So. Das ist ein Beweis für mich dafür. Auch wenn du dir die Vollpfosten anguckst, die in der deutschen Regierung gerade sitzen, weißt du? Kannst du mir nicht erzählen, dass die Jungs, Mädels da irgendwie alle Fäden in der Hand haben. Komm, Bro. Interessant ist, was Trump später über Biden sagt. Ich muss ihnen sagen, dass er ein anderer Mensch ist. Er sieht anders aus als früher. Er verhält sich anders als früher. Er ist sogar langsamer als früher. Wieder ein... Ja, damit kann er einfach meinen, dass er älter ist. ...sogenannte Verschwörungstheorie von Trump oder eine ernsthafte Aussage. Dass er einfach nicht mehr der gleiche ist. Auf der Webseite The People's Voice, die nicht so einen guten Ruf für zuverlässige Informationen hat, wurde ein Beitrag veröffentlicht, in dem behauptet wurde, Bidens Familie habe gesagt, er sei 2019 gestorben und werde seitdem durch einen Schauspieler ersetzt. Dieser Artikel ist nicht mehr auffindbar. Danach hat ein Facebook-Account den Artikel geteilt und behauptet, die Geschichte stamme von CNN. Eine von Bidens Enkelinnen habe die Behauptung aufgestellt. Als dieser Beitrag große Aufmerksamkeit bekam, sagte ein... Dann hätten die doch aber wenigstens einen Schauspieler genommen, der vernünftig reden kann, oder? Warum nehmen die dann einen, der überhaupt der so komischer Freak ist und irgendwelche Sachen da macht und da irgendwie komisch rumläuft und Sachen die Hände gibt, wo keine Sachen sind und so, weißt du? Ein Endsprecher, dass der Sender keine Meldung dieser Art gemacht habe. Es ist schwierig, die Dinge im Nachhinein... Lass mal Biden durch einen senilen Schauspieler ersetzen. So. Hier sind... Was ist da der tiefere Grund dahinter, weißt du? Rückzuverfolgen, wenn irgendjemand, der daran beteiligt ist, ein Interesse daran hat, den Verlauf zu ändern. Damit sei die Möglichkeit, dass seine Enkelin so etwas gesagt hat, ich muss Proteinriegel, warte kurz, ich muss mir einen Proteinriegel holen. Brother ist ein bisschen hungry. Hungry it in man, Alter. Für die Gains, du sagst es. Wir müssen schön toxisch maskulin bleiben. Talk mit Dara hat mich ein bisschen feminisiert. Ski! Nicht ausgeschlossen. Auch wenn CNN da nicht mit beteiligt war, der ursprüngliche Artikel ist nicht mehr auffindbar, sodass man die Einzelheiten nicht mehr hat. The People's Voice ist immer für kuriose Theorien bekannt. Sie zeigten eine Rede von Biden, so wie du, Cousin, in der er angeblich zu lange nicht geblinzelt habe. Und damit kommen wir zu einem Thema, das die Welt noch sehr beschäftigen wird. Achtung. Deepfakes. Oh shit. Mit künstlicher Intelligenz manipulierte Medieninhalte, die nicht ohne weitere Analyse als Fälschung enttarnt werden können. Manchmal können sie überhaupt nicht enttarnt werden. Wir wissen,
dass das noch ein Problem sein wird. Schaut euch zum Beispiel dieses Video von Olaf Scholz an. Wenn Amateurvideos schon so gut sein können, was spricht dagegen, dass in der Politik einige Aufnahmen so erzeugt werden, wenn der Politiker nicht in der gesundheitlichen Verfassung ist, selbst anzutreten? Nicht nur Politik, auch generell so. Medienpolitik. Auch gehen wir mal jetzt davon aus, überleg mal, die wollen irgendjemanden canceln zum Beispiel oder so, weißt du? Und wollen dafür sorgen, dass der irgendwie durch den Dreck gezogen wird in der Öffentlichkeit. Haben die heute schon Möglichkeiten dafür gefunden, indem die einfach irgendwelche Geschichten erzählen? Ja, Lügen verbreiten, damit die Leute in den Schmutz gezogen werden, aber irgendwann können die halt auch wirklich mit Beweisen arbeiten, weißt du? Die könnten irgendwie einfach ein Video von jemandem kreieren und sagen, hier, der hat das und das gesagt oder der hat das und das getan, weißt du? Die können ja auch wirklich Leute dann, weiß ich nicht, Sex haben lassen oder was auch immer so. Gibt ja schon AI-Only-Fans-Accounts und so ein Scheiß, was schon auf jeden Fall crazy ist, wenn du überlegst. Also es wird immer schwieriger werden in Zukunft. Ich glaube, irgendwann wird die Zeit kommen, wo wir nicht mehr unterscheiden können, ob ein Video, ein Statement oder irgendwas, was gepostet wurde, echt ist oder nicht. Die Begründung kann doch sein, dass es im Endeffekt um die Message geht, die vermittelt werden soll. Was ist für den Empfänger anders als bei einer realen Aufnahme, wenn der vermeintliche Sender auch zu dem Gesagten steht? Ist das die Zukunft? Reichen Attrappen aus, um eine Politik zu haben? Eine neue Ära der Medieninhalte beginnt. Einer schreibt, ist doch schon lange so. Ich weiß nicht, ich glaube, in den meisten Fällen kannst du schon noch unterscheiden. Also ich auf jeden Fall. Ich kann in den meisten Fällen, wenn ich ein Deepfake-Video sehe, dann kann ich schon unterscheiden, ob das real ist oder nicht. Aber ich glaube, das wird immer schwieriger werden. In einem weiteren Video wird behauptet, Joe Biden würde dieses Mal 17 Sekunden lang nicht blinzeln. Scheinbar ist das Blinzeln ein Indikator für die Verfechter dieser Theorie. Es geht um dieses Video. Da sehen die Augen auch schon so komisch aus. Das ist Deepfake. Die Augen wirken nicht natürlich, oder? Sehr ehrlich. Durchschnittlich blinzelt ein Mensch etwa 12 Mal pro Minute. Demnach durchschnittlich alle 5 Sekunden. Es könnte sein Alter bei der Häufigkeit des Blinzelns eine Rolle spielen. Untersuchungen an der Vollversion ergaben, dass Biden ab Minute 3:13 sogar 50 Sekunden lang nicht blinzelt. Da fängt es an, schon etwas seltsam zu werden. Für einige immer noch kein Garant für einen Deepfake. Der blitzelt einfach nicht, der Bruder. What the fuck? Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Ist ein bisschen stupid, aber ich sag's trotzdem. Was ist, wenn ich das Video gerade gucke und immer dann blinzel, wenn der auch blinzelt und ich ihn nicht blinzeln sehe? Kann das möglich sein? Okay. Ein weiteres Video. Digga, das war schon komisch, ne? Ich finde, das sieht halt auch nicht typisch Deepfake aus, das Video so. Bei dem Video davor, was er eingeblendet hat hier, guck mal seine Augen an. Bruder, wohin? Das ist wie so eine Maske, als ob das aufgesetzt ist, weißt du? Aber bei dem Video hier, das sieht schon echter aus auf jeden Fall. 20 Sekunden lang nicht blinzelt. Da fängt es an, schon etwas seltsam zu werden. Jetzt auch nicht, Digga. CIA hat bessere Software. Ja, ne?
Ein weiteres Video, das auf X vom Präsidenten am selben Tag hochgeladen wurde, ist für einige ebenfalls verdächtig. Das Video, in dem er über die Gaspreise spricht, sieht ganz anders aus als das andere Video. BBC erklärt in einem Faktencheck, dass es auf die unterschiedlichen Lichtverhältnisse zurückzuführen ist. Auf seiner Stirn sind deutliche Lichtreflektionen zu sehen. Erst vermutet man, dass es dieselbe Session ist, doch er trägt eine andere Krawatte. Das Veröffentlichungsdatum muss also nicht heißen, dass es am selben Tag gedreht wurde. Es bleibt eine schwierige Angelegenheit. Wer Joe Biden auch genau ist, mit seiner Verfassung ist definitiv nicht alles in Ordnung. Die Doppelgänger-Theorie ist nicht bewiesen, auch nicht unbedingt widerlegt. Wir sollten jetzt schon mal akzeptieren, dass Deepfakes ein großes Thema sein werden. Vielleicht. Es gibt auch dieses Meme jetzt, wo Olaf Scholz, haben die den auf den Haftbefehl draufgepackt, ne? Was, Bruder? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Was ist jetzt? Bruder, Digga! Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Weiß ich auch nicht. Was soll ich dazu sagen, Bruder? Was soll ich sagen? Manche versteht nichts. Was soll ich machen, Bruder? Problem, meine Probleme oder was? Yo! Fuck, Bro. Bald sogar ein gängiges und erlaubtes. Dass Deepfakes ein großes Thema werden. Vielleicht bald sogar ein gängiges und erlaubtes Instrument. Wild. Doch die Gefahren sind klar. Irgendwann zweifeln wir vielleicht an der kompletten Existenz des Menschen. Wow. Oder an allem, was wir sehen. Ist ja nicht so, dass wir hier komplett fantasieren. Virtuelle Influencer erobern Instagram. Ist so. Und OnlyFans. Bekanntes Beispiel: Aitana Lopez. Über 300.000 Follower. Kaum zu unterscheiden von einer realen Person. Tausende Euros verdient die spanische Werbeagentur, die sie kreiert hat. Crazy. Sie ist nicht real, aber erfüllt ihren Zweck. Die hat sogar Sponsoren und so einen Scheiß. Muss mal überlegen. Es wird so kommen, dass wenn sowas passiert wie gestern, dass der Trump angeschossen wird. Dass wir nicht wissen, ob das wirklich passiert ist, Digi. Fuck. Dann ist die Matrix richtig real. Die war eh schon real. Aber dann ist die Matrix richtig real, Bro. Und dann bin ich mal gespannt auf die Leute, die sagen, ja, vertrau einfach, Bruder, vertrau. Nee, ich glaube, dann werden die Leute, die am besten dastehen, die relativ skeptisch sind. Wild. Miese Recherche, Digi. Feier ich, Bro. Sehr stark. Gut zusammengefasst, mein Jutster. Interessante Welt. Liebe geht raus an dich. Liebe geht auch natürlich an die Community raus. Schreibt mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Es ist schon ein sehr spannendes Thema, ne? Mit diesen Deepfakes und so. Wow. Naja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, gang.